Komm durch da. Kannst ihn überspringen. Und weiter. So. Einmal hier runter. Und da sind wir schon. Da haben wir es schon. Ich hoffe stark, dass das Lesegerät für unsere Zwecke ausreicht. Ansonsten muss Brian seinen Allerwertesten selbst mal hierher schieben. Glaube ich nicht, dass er es machen würde. Voilà. So, nun aber flinke Füße Richtung Brian. So weit laufe ich jetzt nicht extra bis zur Tankstelle. Brian! So, das Kartenlesegerät, voilà. Das ist aber keine Sache, die in 5 Minuten erledigt ist. Denkst du, du wirst an die Daten überhaupt rankommen? Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Sonst würde das ja jeder machen. Weißt du, was ich meine? Es ist zwar schon etwas länger her, aber ich habe schon ein paar Selbstversuche mit meiner abgelaufenen Kreditkarte gemacht. Ja, und? Mach's nicht so spannend. Wenn man weiß, wie es geht, ist es eigentlich keine große Sache. Genau so kenne ich dich. Was ich dich eigentlich noch fragen wollte, ist Max schon wieder zurück? Ich glaube nicht. Zumindest habe ich ihn nicht gesehen und nicht gehört. Du weißt doch, Max geht hier nicht vorbei, ohne einen dummen Spruch vom Stapel zu lassen. Vom Stapel lassen? Das sagt man doch so. Ja, das ist mir schon klar. Seit wann sagst du das so? Klingt irgendwie anders, nicht wahr, Rydek? Klingt nicht so steif. Nicht so steif, ja. Und jetzt erzähl mir noch, du interessierst dich für Frauen und ich fressen Besen. Zumindest kannst du dich mit dem schon mal anfreunden. Ich muss jetzt ganz schnell Max finden. Das glaubt ihr mir nie, was sich hier gerade abspielt. Wäre doch mal ganz cool, wenn er mal ein bisschen lockerer werden würde. Er hat mir so einen Stock im Arsch da. Komm. Wie gesagt, ich eben schon erwähnt, ich habe mich ja an etwas erinnert. Und ich denke mal, das ist jetzt auch so weit, dass das so ist. Aber hier raus, hier runter, nach links, darüber und da rein. Wenn Sie mal schauen möchten, ich gucke mir. Alter, das ist doch da drin. Oder war das nicht hier? Hä? Hier war doch irgendwo so eine Bar oder so ein Club oder so irgendwas, wo der an der Theke saß und sich einen weggekippt hat. Da erinnere ich mich noch dran. Haben wir hier eigentlich sonst noch irgendwas? Papier. Der Sportteil der Tageszeitung. Sieh dir das an. Im Profiboxen gibt's mal wieder ein Comeback. Das gehört wohl heute zum guten Ton, mit über 40 nochmal in den Ring zu steigen. Ich weiß gar nicht, was das soll. In dem Alter boxen die doch nicht mehr für den Punktrichter, sondern eher für die Ärztekammer. So, sonst haben wir hier aber nichts mehr, ne? Nee. Mal hier durch. Das Ding mal, das ist doch okay. Komm, bleib stehen, danke. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Hä? Aber ich war doch irgendwo diese Bar. Ich meine, das war doch dieser Club hier, aber da komme ich nicht rein. Hier noch irgendwas. Oh, ein bisschen viel. Gitter. Glitzer, sage ich schon. Ich werde mich mit Sicherheit nicht schon wieder an diesem Gitter vergreifen. Warum nicht? Mülltonne. Mann, dass die Mülltonnen immer so muchten müssen. Über Autoabgase wird lamentiert und stinkende Mülltonnen einfach ignoriert. Laufen die unter Aromatherapie oder was? Ja, kann gut sein. Was tun, haben wir noch zwei Dinger. Einmal, na?
Kellerfenster. Das gibt's doch nicht. Das Kellerfenster sieht aus wie das in der intellektuellen Kneipe in meinem alten Viertel. Quasi der Ballermann der Studienräte. Hier geht aber bitte beiseite. Dann das Tor und da muss noch was sein. Da ist nämlich das Tor und hier sind zwei Sachen. Achso, das sind zwei Kellerfenster, deswegen. Hier sind nochmal Kellerfenster. Ich vermute mal, da sagt er aber dasselbe. Ich muss Alzheimer haben. Einzig logische Erklärung. Ja, leck mich doch. Hier ist ein Polizeiauto und sonst ist hier nichts mehr. Ich erinnere mich wahrscheinlich auch nichts übersehen, oder? Nee. Da komme ich immer noch nicht rein? Nein. Und den Knopf will der wahrscheinlich immer noch nicht öffnen. Dazu sage ich... Nein. Ach, jetzt kann ich schon für dich lang. Da ist die Bar doch. Ich wusste es doch. Ich spiele den Blues. Ja, der Blues. Ja, hi Max. Max, sag mal, was machst denn du hier? Ich such dich überall. Hallo. Da bist du ja. Was ist mit dir los? Schau mich mal an. Hä? Hast du dir die Kante gegeben? Reg dich nicht so auf. Komm, trink erst mal ein. Jetzt komm wieder runter. Wir müssen Jennifer finden. Ich kann nicht. Und ob du kannst... Schließlich hast du das Ding vermasselt. Radek, das geht nicht. Ich bin jetzt in einer neuen Welt. Da gibt's Bier, nur eine Frau und nur eine Kneipe. Da kann man sich nur volllaufen lassen und mit Konservendosen durch die Gegend schießen. Und selbst die muss man sich noch selber mitbringen. Was hast du dir denn alles reingeschüttet? Och, das war jetzt ein Bier. Du bist randvoll. Das war bestimmt nicht nur ein Bier. Weißt du, Radek, falls Gott hier noch was Besseres erschaffen hat als Bier und Schnaps, muss er es für sich selber behalten haben. Toller Freund. Egal, komm her. Nimm erst mal einen. Ich denke mal, du hast genug für heute. Ray, ich will ein qualifizierter Kneipengänger. Ich kenne meine Grenzen. Natürlich. Zum Beispiel ist ein Tipp von mir für dich, weil du mein Freund bist. Wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, deine Füße sind kalt und nass, dann hältst du dein Glas im falschen Winkel. Ja, ich werde es mir merken. Komm, so, jetzt lass uns mal gehen. Oder wenn du beim Trinken das Bier nicht mehr schmeckst und das Bier so ungewöhnlich hell und klar ist, dann ist meist dein Glas leer. Ja, das ist ja toll, Weisheiten. Dass du alles weißt. Ganz toll. So, komm jetzt, Max. Warte, Radek, warte, das ist längst nicht alles. Ich habe ja noch viel mehr Tipps auf Lager. Wenn du dein Hemd ist vorn total nass. Ja. Da hast du das Glas an der falschen Stelle im Gesicht angesetzt. Prima, Max. Ja, wir müssen jetzt los. Brian macht sich bestimmt schon Sorgen. Das war doch unsere Koryphäre. Ja, dich dran, Max. Los, komm, auf geht's. Die Theke, Radek, die Theke. Wenn sie sich anfängt zu bewegen, wird man gerade rausgetragen. Ja, dann wollen wir mal die Theke bewegen, was, Max? Radek, all das, was du sagst, ist wahrscheinlich sehr geistreich. Aber ich verstehe leider nicht. Ist ja nicht so schlimm. Du bist ein toller Typ. So richtig toller. Fürs eigentlich mein Bier. Ach, super.
Ach, betrifft das A-Team oder was? Coole Karre. Aber das waren mal ein paar Weisheiten. Wenn Füße nass sind, hältst du das Bier im falschen Winkel. Ja, klar. Komm, lad schneller. Hey Max, alles klar bei dir? Bloß nicht einschlafen, hörst du? Ja, mach hier bloß nicht so einen Lärm. Ich hab übelsten Kappenbrand. Lass mich raten. Das heißt so viel wie Kopfschmerzen, habe ich recht? Soll ich dir eine Kopfschmerztablette holen oder möchtest du lieber einen starken Kaffee? Ja. Was? Ja. Willst du nur Kopfschmerztabletten oder Kaffee? Mann, Ryder, bist du immer so anstrengend? Okay, ich guck mal, was ich für dich tun kann. Lass dir nur Zeit. Haben wir irgendwo vielleicht eine Trillerpfeife? Ich sollte meine grauen Zellen mit Blut versorgen, vielleicht komme ich dann zu einer Lösung. Ja, in so einem Medizinschrank könnten aber auch Kopfschmerztabletten drin sein. Naja. Ja, Kaffeemaschine. Hey Max, ich hab dir Kaffee gekocht. Wie aufmerksam. Ist der eigentlich mit Wasser gekocht? Damit was kocht man deiner Ansicht sonst Kaffee? Ist erstaunlich, dass es die Tasse nicht wegätzt. Der wird dir wieder auf die Beine helfen. Das Gefühl habe ich auch. Wenn du das Zeug über den Friedhof verteilst, hast du anschließend eine komplette Völkerwanderung. Der war wohl etwas stark. Dann gehen wir mal hinterher. Hi Brian. So, Max habe ich erstmal versorgt, aber es wird noch ein Müh dauern, bis er wieder auf dem Damm ist. Was war denn los mit Max? Ach, der hat sich vorlaufen lassen bis zum Pupillenstillstand. Weißt du, was ich meine? Ja, aber warum? Da der Verlust der Muttersprache quasi schon Einzug gehalten hatte, war das nicht mehr zu verstehen, was er so von sich gab. Na, Hauptsache, du hast ihn gefunden und unbeschadet hierher gebracht. Ach, hör mir bloß auf. Wir sind kaum vorwärts gekommen. Ständig war Gulli gucken angesagt. Gulli gucken? Ja. Ihr habt ständig durch die schmalen Löcher in die Gullis reingeschaut? Brian, nimm doch nicht immer alles so wörtlich. Gibt es denn noch eine andere Möglichkeit, in Gullis reinzuschauen? Wir haben nicht in Gullis reingeschaut. Aber eben hast du noch gesagt. Ach, ich weiß, was ich gesagt habe. Nun verstehe ich gar nichts mehr. Das merkt man. Egal, Brian, lass uns lieber über was Sinnvolles philosophieren. Hast du irgendwas für mich, womit ich was anfangen kann? Du spielst bestimmt auf die Kreditkarte an. Erkannt. Und Brian, na? Lass dich nicht so feiern. Rydek, du musst ruhiger werden. Ich bin die Ruhe selbst. Sie heißt Jennifer Smith. Brian, wie soll ich da ruhig bleiben? Das ist mir schon klar, dass sie jetzt nicht ihren Namen geändert hat. Hey, du musst mich mal ausreden lassen. Okay. Jetzt kommt's. Sie wohnt 634 Park Street. Was sagst du nun? Wow. Und das geht mit dem ollen Kartenscanner und einem dampfenden Computer? Jupp. Alter Falter, nicht schlecht. Und das ist nicht mal so weit weg. Park Street? Wenn du aus dem Loft rauskommst, genau in die andere Richtung gehen, Richtung Norden, durch den Park durch und schon bist du da. Na, dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Ich bin schon weg. Neue Richtung freigeschaltet. Und da haben wir die Karte wieder. Falls ihr übrigens ein Klatschen gehört habt, das war meine Hand, die gegen meine Stirn geknallt ist. Alter, so verpeilt kann man doch nicht sein. Habt ihr durch die kleinen mal eine Ritze durchgeguckt? Gott, ey. Ja. So. Wieder raus. Und dann gehen wir nicht mal nach Norden. Bisschen gemein versteckter Weg. Den kann man nicht einsammeln? Nein. Erstmal umgucken. Da kommen wir hier rein. Und hoch. Wasser. Einer der New Yorker Tümpel, der mit Sicherheit sauberer ist als derzeit meine sogenannte weiße Weste. Ja, ist glaube ich fast alles mittlerweile sauber.